zu machen, indem man über das ganze Programm abstimmen kann, was natürlich in der Regel ja auch meistens immer ein bescheidener Streitpunkt ist, wenn es nicht mehr von Fernseher gibt. Und die Teilnehmer sind Manuel Döninger, Niklas Wink, Simon Wojcik und Tobias Weber. Technologien, die eingesetzt worden sind, die klassischen GWT, Hibernate und Dom4J. Noch eine Frage? Ich bin in den 80ern, gab es schon keinen Fernseher. Wir haben gefeiert, oder? Gefechtet. So, also unsere Idee war es, eine mehr oder weniger interaktive Fernsehzeitschrift zu erstellen, mit dem man halt selber das Fernsehprogramm entscheiden kann. Man kennt es, die Männer wollen zum Beispiel jetzt in der WG Fußball anschauen, es gibt nur einen Fernseher in der WG, die Frauen wollen ihren Film anschauen, anderen, Titanic oder was auch immer. Und dann kann man auch eben ganz schnell zu der Streitigkeit kommen, welchen Film schaut man jetzt an, gerade wenn es um die Hotspot-Uhrzeit ist, 20.15 Uhr, 22 Uhr, irgendwie so. Und da kann man einerseits das aktuelle Fernsehprogramm anzeigen lassen, andererseits aber kann man auch für den eigenen Film voten. Also man kann ihn praktisch nach oben setzen, dass man sagt, okay, den will ich schauen. Einen Moment. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Da stehen eigentlich ein paar Zeichen. Ja, jetzt sieht man auch. Raumschiff. Also hier hat man die komplette Zeitschrift praktisch für den jetzigen Tag, für den heutigen Tag. 20.15 Uhr haben wir reingestellt. Man kann es dann umstellen. 20.15 Uhr oder die Top 30 des jetzigen Tages. Da werden dann alle Infos angezeigt, welcher Programm, wie heißt die Sendung, was für ein Genre und sowas. Und dann kann man durch den Vote auf X, kann man dann für die eigene Sendung voten. Und wenn man jetzt auf diesen Home-Button drückt, kann man die aktuellen Votes anschauen. Fußball zum Beispiel ganz klar, ganz oben. Und eben auch die Rangliste. Und so kann jeder WG-Mitbewohner kann sich dann selbst entscheiden, was will ich anschauen. Oder es reicht auch nur, wenn er anschauen will, okay, was läuft denn heute Abend? Ich möchte gar nicht voten, mich interessiert nur das ganze Programm. Das reicht natürlich auch. Aber wie gesagt, wenn es dann Streitigkeiten gibt, okay, es gibt nur einen Fernseher. Ich will die EM auf jeden Fall anschauen. Ich vote für die EM. Kann man eben die Votes setzen und dann... hoffen, dass man halt eben die anderen auch mit dabei sind. Und bei Uneinigkeiten, das wollten wir nicht noch implementieren, das hat leider nicht mehr die Zeit gereicht, zum Beispiel wenn es dann Unentschieden gibt, drei Stimmen gegen drei Stimmen oder sowas, wollte man das noch irgendwie so einfügen, dass man ein kleines Schere, Stein, Papierspiel macht oder sowas, dass man eine Münze wirft oder so, dass man sich eben so mehr oder weniger auch fair die Sendung entscheiden kann, falls es zu einem Unentschieden kommt. Ja. Dass man so dann die Sendung eben fair entscheidet, Fernsehentscheidung interaktiv, bei Streitigkeiten votet man einfach. Ja. Und das war dann unsere Idee. Also, es passiert alles auf Web, keine Installation von der App, man kann es vom PC aus starten, von jedem Handy. Es läuft sofort. Ja. Das war's.